Kommen wir zum zweiten Teil des Tutorials. Ein wichtiger Aspekt wurde im ersten Teil nicht erwähnt, die im Kühlkreislauf verwendeten Materialien. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verwendet ausschließlich Komponenten aus Aluminium oder solche, in denen Kupfer, Messing und Edelstahl verbaut ist. Eine bunte Mischung beider Materialgruppen birgt die Gefahr in sich, dass elektrochemische Prozesse das unedlere Aluminium auswaschen und die ausgewaschenen Aluminiumpartikel sich galvanisch mit den edleren Metallen Kupfer, Messing und Edelstahl verbinden. Da Kupfer bessere Wärmeleitfähigkeitswerte als Aluminium aufweist, sollte man hier keine billigen Kompromisse eingehen und auf eine reine Kupferlösung setzen. Es dürfte sowieso recht schwer sein, einen Wasserblock aus Aluminium zu finden. Auf hübsch glänzende Vernickelungen etc. sollte man tunlichst verzichten, da Nickel einen etwa viermal schlechteren Wärmeleitwert als Kupfer hat. Selbst wenn die aufgebrachte Schicht extrem dünn ist, bildet sie trotzdem einen Wärmewiderstand, der das Ganze mit dem Kupfer ad absurdum führt. Zur Durchlüftung. Normalerweise wird Kaltluft an der Gehäusefront angesaugt und an der Rückseite wieder ausgeblasen. Dazu genügt im Prinzip ein einziger Lüfter an der Front, der die Luft durch das Gehäuse bläst. Dabei wird sich die Luft aber nicht unbedingt wie erwünscht geradlinig durch das Gehäuse bewegen, sondern sich trichterförmig ausbreiten, wobei der an die Gehäusewand oder andere Hindernisse geleitete Anteil sich verwirbelt und diffus im Gehäuse herumzirkuliert. Aufgrund dieser Überlegung ist es üblich, zur Gewährleistung eines gerichteten Luftstroms die Luft auf einer Seite in das Gehäuse hineinzublasen und sie an der anderen Seite herauszusaugen. Auch dabei gibt es Verwirbelungen und eine diffuse Luftbewegung, die aber im Großen und Ganzen der erwünschten Richtung folgt. Verbaut man noch mehr Lüfter, nähert sich der tatsächliche Luftstrom immer weiter der Idealvorstellung, die wir uns eigentlich wünschen. Die gezielte Ausrichtung des Luftstroms ist natürlich durch die maximale Anzahl von Lüftern begrenzt, die physikalisch in das Gehäuse passen. Zudem kann man in der Regel auf der Rückseite nur einen Lüfter verbauen, da die In-Out-Blende und die Plätze für die Grafik und andere Steckkarten nur wenig Platz für eine riesige Lüfterbatterie lassen. Dadurch ist eine symmetrische Lenkung des Luftstroms nahezu unmöglich. In großen Gehäusen mit vielen Lüfterplätzen sollte man daher überlegen, ob man die Luft nicht eher von oben und der Rückseite über das Mainboard blasen lässt, um sie dann an der Front abzusaugen und aus dem Gehäuse zu blasen. Auch hier gilt natürlich wie immer, probieren geht über studieren.